Welt, da bin ich auch schon aufgewacht. Mama, bist du das? Iso, mein Sohn. Oh, Iso, warte mal, wer ist Iso? Hallo? Du bist Iso. Ich bin Iso, okay, und wer bist du? Ich bin dein Vater. Iso, erkennst du mich nicht? Warte, ich habe ein Geschenk für dich. Oh, ein Teddybär. Oh, Mama hat den Teddybär bekommen. Mama, kriege ich meinen Teddybär wieder? Oh, sie hat ihn ausgespuckt. Dankeschön. Muss leise sein, die war eigentlich noch im Schlafen. Oh, ich habe einen Teddybär bekommen. Die schläft noch, oder was? Okay. War bestimmt anstrengend. Schließlich hat sie gerade ein Baby bekommen. Also mich. Okay, Papa, was machen wir jetzt? Ich bin Iso. Offensichtlich. Du bist Iso. Okay. Iso Chiso. Ja gut, dann gehen wir mal. Vielleicht lernst du mal deinen Bruder kennen. Wir können nach Hause fahren. Ich habe einen Bruder. Wie cool ist das denn? Okay. Mama, ruh dich noch ein bisschen aus. Wir kommen später wieder. Ciao, ciao. Gehen wir jetzt nach Hause, Papa? Ja, los geht's. Okay, auf nach Hause. Isilia und Aiden erleben ein neues Abenteuer. Dieses Mal geht es für uns in eine geheimnisvolle Höhle. Doch kommen wir da auch wieder heil raus? Easy Cheesy und die Höhle der Geheimnisse. Ab 18.10. überall, wo es Bücher gibt und schon jetzt vorbestellbar. Link in der Videobeschreibung. Das ist also jetzt mein neues Zuhause. Oh, wie cool. Hier wohnen wir. Na gut, dann komm rein, Iso. Ja, okay, Vater. Pass auf. Also, hier vorne ist dein Zimmer. Das gucken wir uns aber gleich an, würde ich sagen. Okay. Erstmal hier reingehen, hier ist die Küche. Ah ja, hier ist die Küche, alles klar, ja, gut. Haben wir auch nachher was Leckeres zu essen machen. Okay. Ja, da ist schon was. Bedien dich ruhig. Fühl dich wie zu Hause. Ist ja dein Zuhause jetzt. Papi, ich hab Hunger. Ja, deine Mutter, die kommt gleich wieder, keine Sorge. Wieso denn meine Mutter? Du kannst mir doch eine warme Milch machen. Geh an den Kühlschrank und mach mir eine warme Milch. Was, so funktioniert das nicht? Machen wir gleich. Ich setz mich jetzt hier hin und schreibe, bis ich meine Milch bekomme. Okay, ich mach mich fertig. Warte. Ganz ruhig, ich Iso. Ich setz mich lieber hier hin, dann störst du mich nicht. Ich hab Hunger. Nein, ich will was trinken. Hier. Ich hab Milch für dich. Oh, endlich Milch. Schokomilch? Ja, Papa, ich bin besser. Baby. Ich kann doch keine Schokomilch trinken. Och, die ist viel leckerer. Vertrau mir. Aber mein Körper kann das noch gar nicht verstoffwechseln. Bist du verrückt geworden? Oh, das ist Mama. Oh, hi, Liebling. Mama, ich hab Hunger, ich will eine Milch trinken. Oh, danke, Mama. Siehst du, das ist Milch, Papa. Du hast ja gar keine Ahnung. Das musst du mir geben. Oh, lecker. Alles aus. Damit bin ich auch schon satt. Okay, wo ist mein Zimmer jetzt? Ich will wissen, wo mein Zimmer ist. Oh, okay, dein Zimmer ist hier vorne cool. Direkt. Ah ja, mein Zimmer. Hier. Okay, das Zimmer, perfekt. Oh, da ist Matsch, okay. Ja. Super, hier nochmal Schokomilch. Ich lasse dich dann alleine. Was, ich darf doch kein... Papa, aber wieso habe ich... Ich meine, das ist alles meins, aber warum habe ich zwei Betten? Ich meine, ich finde das ja cool und so, aber zwei Betten für einen? Naja. Endlich zu Hause. Hä? Wer bist du? Wer bist du denn? Ich bin Flo. Das ist mein Zimmer. Wie, Flo? Ich bin Iso. Du musst Iso sein, ja. Ja? Ich bin dein Bruder. Ach, du bist mein Bruder. Ja. Aber ich dachte, das ist mein eigenes Zimmer. Teilen wir uns jetzt mein Zimmer? Nö, das müssen wir uns teilen. Ich sind meine Hanteln. So, ich nehme erstmal ein paar... Okay. Jetzt gehe ich trainieren und gönn mir ein bisschen Schokomilch. Warte, ich habe eine Schokomilch für dich. Ich darf die ja noch gar nicht trinken. Ich bin noch zu klein. Wie alt bist du eigentlich, Flo? Wo ist der denn hin? Wo ist er denn? Ach, da bist du. Schokomilch! Ja, Schokomilch. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin gerade erst geboren. Ich bin, glaube ich, so einen Tag alt oder sowas. Ich bin 4 Jahre und 4 Monate. Wow, 4 Jahre und 4 Monate. Was ein Zufall. Papa, wo bist du eigentlich? Papa, mir ist langweilig. Was machen wir jetzt? Da bist du ja, Flo. Und Iso auch. Ja, wir sind hier. Können wir was machen? Wir müssen mal gucken, haben wir auf die Uhr. Oh, es ist so spät schon. Ich muss euch zum Kindergarten bringen. Wir sind spät dran. In ich hab's gar nicht gesehen. Okay. Bis zum Kindergarten. Schnell. Kindergarten. Was ist denn ein Kindergarten? Ist das ein Garten? Das erfährst du gleich. Das ist ein Garten für Kinder, genau. Ah, okay, ich will hinten sitzen. Schnell. Okay, auf in den Kindergarten. Sofort neu im Easy Mouse-Punkt Shop. Handyhülle, kuscheliger Schlafanzug, praktische Trinkflasche und vieles mehr. Alles gibt's in 4 super schönen Designs. Die ersten 1000 Bestellungen erhalten außerdem eine handsignierte Autogrammkarte. Und da wären wir auch schon, Kinder. Einmal aussteigen, bitte. Aussteigen! Wo sind wir denn jetzt, Papi? Kindergarten! Super, Flo, kannst du hier alles zeigen? Ich hab's ein bisschen eilig. Ich muss direkt wieder weiter. Ist das hier der Garten für Kinder?
Hier wachsen ganz viele Blumen. Nein, wieso? Nein, das ist wo doch, ist denn dann der Gartengarten. Der? Tschüss, Papi. Hier ist der Kindergarten. Das ist der Gartengarten, okay. Das ist der Erwachsenengarten da drüben. Ah, okay. Kindergarten, das steht sogar dran. Oh, warte mal, warum kann ich eigentlich schon lesen? Ich bin erst 2 Tage alt. Naja, wie auch immer. Ja, ich bin halt sehr intelligent. Ich habe einen Duden gegessen. Meine Mutter hat einen Duden gegessen. Willkommen in der Kita. Ja, hallo, wir sind... Also, ich bin neu hier. Warst du schon mal hier, Flo? Ich war schon mal hier, ja. Ah, okay. Flo, du kennst dich ja schon aus. Geh und führ Easy rum. Warte mal, Iso heiße ich doch. Wieso nennt die mich einfach Easy? Ich nenne dich jetzt auch Easy. Nein, hör auf, mich Easy zu nennen. Ich bin kein Mädchen, ich bin ein Junge. Mein Name ist Iso Chiso. Ja, guck mal, du kannst spielen mit diesen Spielzeugen wie die anderen. Oh, die hat ein Pikachu, das ist ja süß. Oh, voll cool. Hier drüben ist die Schlafecke und hier kannst du ein bisschen malen und schreiben, wenn du intelligent genug dazu bist. Okay, das ist ja cool. Hier sind auch andere Mädchen. Gibt's hier auch noch Jungs? Hier können doch nicht nur Mädchen sein. Oh, zum Glück, hier ist ein Junge. Oh, und wieder ein Mädchen. Was essen die hier, Flo? Pass auf, der da hinten ist böse manchmal, wenn du seine Pizza isst. Der da, okay, wollen wir uns mit dem anlegen? Ja, lass den fertig machen. Der hat letztens mein Pausenbrot geklaut. Jetzt wirklich? Lass uns irgendwie... Lass ihm seine Spielsachen klauen oder sowas. Lass mal gucken, Das Mädchen? Okay, lass mal gucken, ob wir dem seine Spielsachen... Oh, da guck mal da vorne. Wir können ihn überfahren hier. Guck ich mal. Leg meine Windel in sein Bett. Deine benutzte Windel, oder? Warte, ich überfahre ihn einfach. Wo ist der denn? Was macht die denn da? Die hat so viele Spielsachen da alleine für sich. Oh, wir haben so viele tolle Spielsachen und die Jungs haben gar keine. Guck mal, die Mädchen, die haben alle Spielsachen gebunkert. Die will alle nur für sich? Ja, die wollen alle nur für sich haben. Das ist doch nicht fair, oder? Lass mal gucken, was hätte ich denn gerne? Ich hätte gern das pinke Lama. Hättet über die hässliche Puppe da hinten. Ja, die ist cool. Ah, aber ich muss gerade mal auf Toilette. Kommst du mit? Guck mal, die Mädchen gehen immer zusammen auf Toilette. Wollen wir die einsperren? Ja, du sperrst die ein und ich klaue deren Spielsachen in der Zwischenzeit. Beeil dich! Beeil dich! Okay, warte. Ich nehme einfach alles mit, was cool aussieht. Ihr seid absolut hässlich. Die finde ich klasse. Die nehme ich auch gerne mit. Was auch immer das für ein kleines pinkes Monster ist. Und das Lama. Und das hier. Ha, wunderbar. Jetzt ist einfach alles unseres. Let's go! Oh, warte, den Hasen habe ich ganz vergessen. So, zack. Jetzt schnell auf meinen Fluchtwagen und los geht's! Flo, hast du sie eingesperrt? Ja. Oh. Die sind aber frei, Flo. Warte, wen habe ich denn eingesperrt? Moment mal, hast du die Erzieherin eingesperrt oder was hast du gemacht? Nö, ich glaube, ich hab die Kita. Oh, du hast die Erzieherin eingesperrt. Wo sind die Sachen? Versteck dich, Flo. Die dürfen uns nicht erwischen, sonst kriegen wir Ärger. Schnell, wir müssen uns irgendwo verstecken. Hier in den Schrank rein. Kann uns hier drin verstecken. Mach die Tür zu, die hindert uns niemals. Hier sind wir auf jeden Fall in Sicherheit. Und wir haben alle Spielsachen. Guck mal, ich habe hier diese hässliche Puppe. Ich habe hier dieses Kabi-Plüschtier. Ich habe hier sogar so ein Lama. Das kann ich da oben hin platzieren. Dann hätte ich noch die Puppe. Versteck dich! Oh nein. Nein, das ist sie! Das ist sie! Ich habe gehört, ihr habt den Mädchen alle Spielsachen geklaut. Ey, du Petze! Warum petzt die denn das einfach? Hä, was soll denn das? Ja, dann bleibt ihr jetzt erstmal im Schrank, bis ihr euch wieder freigebaut habt. Hä? Wie? Warte mal. Wie jetzt? Hä? Die hat die Tür... Moment mal. Was? Flo, die hat uns eingesperrt mit Obsidian! Hä, nur weil ich die auch einsperren wollte? Oh nein. Weißt du, wie lange das dauert, Obsidian abzubauen? Mein allererster Schultag! Oh Mann, ey, ich bin aufgeregt. Da sind wir auch schon. Klasse. Ich muss aber noch ein erstes Wörtchen mit euch reden, Iso und Flo. Okay, darf ich endlich den Führerschein machen und das Auto fahren? Was? Nein, dafür bist du viel zu jung. Steig aus da jetzt. Du bist doch erst in der 4. Klasse. Steig da wieder aus. Ich glaube es nicht. Jetzt muss ich mir noch ein neues Auto kaufen. Der hat das gecrashed da hinten, siehst du? Der... Oh, ja, Mann. Dass wir noch ein Nachspiel haben, Freundchen. Das ist nicht gecrashed. Auf jeden Fall, ihr habt die Mädchen so geärgert auf der normalen Schule. Das geht so nicht. Deswegen kommt ihr jetzt hierhin. Im Kindergarten. Tut mir leid. Ich hatte einen anstrengenden Tag. Von daher kommt ihr auf die Jungsschule. Wie, auf die... Was? Auf die Jungsschule? Auf eine Jungsschule, damit ihr keine unschuldigen Mädchen mehr ärgern könnt. Ja, super, keine Mädchen! Keine Mädchen auf der Jungsschule! Flo, hier sind keine Mädchen, die uns nerven können! Danke, Papa, dass du uns auf die Jungsschule schickst! Klasse! Okay, warte, sind hier wirklich keine Mädchen? Das ist ein Junge?
Das ist ein Junge. Oh mein Gott, ich kann endlich mit jedem über Autos und Handeln reden. Und über Bad Wars in Fortnite. Oh, guck mal hier, hier ist ein Klettergerüst. Oh mein Gott, ist das cool, ey. Warte, warte, lass mal gucken, was wir für einen Unterricht haben. Hier Schulräume, okay. Wo ist Stundenplan? Oh, ach, da steht er ja. Warte, ist schon gut, alles gut, Kollege. Heutiger Stundenplan. Okay, warte mal, was steht da? 8 Uhr Rennauto fahren. 9.30 Uhr Mädchen ärgern. Hä, wie machen wir das, wenn hier keine Mädchen sind? Dann haben wir Werken, Bad Wars Taktiken, Essensschlachten, Wettrübsen, Lego-Architektur. Oh, und wie man Eltern zum Ja sagen bringt, das ist ja praktisch. Oh. Das ist ja der beste Stundenplan überhaupt. Auf jeden Fall. Und wir starten mit Rennauto fahren. Ja, dann lass mal gucken, wo unser Klassenraum ist. Okay, schnell das Bett einbauen hier, so dass hier keiner rankommt. Das Spiel beginnt. Let's go. Okay, okay, okay. Das jetzt auf jeden Fall schon mal dicht. Okay, Jungs, nehmt euch in Acht, denn jetzt komm ich. Okay, wir haben hier, warte mal, ich kann mir hier schon mal, was kann ich mir holen? Ich kann mir eine Spitzhacke holen, weil dann kann ich dann, oh mein Gott, Flo ist schon runtergefallen. Nein, da ist ein Pro unterwegs neben mir, glaube ich. Nee, der ist auch runtergefallen. Jetzt kann ich einfach eure Betten abbauen. Oh nein, es klingelt. Oh, und da unten ist der Schuldirektor. Genug gespielt, Jungs. Kommt jetzt runter. Okay. Das Spiel ist vorbei. Ich hätte gewonnen. Die haben beide verloren. Guck doch mal. Na, das war richtig knapp. Ja, okay, das ist der Schuldirektor, Flo. Das ist der Schuldirektor. Ja, ihr habt nun offiziell die Schule abgeschlossen. Hä? Das ist ja geil. Ja! Wir haben Schule abgeschlossen? Sind wir durch? Echt, wie geil. Euer Notendurchschnitt ist für euch beide 6,0. Herzlichen Glückwunsch. Maximale Punkte. Ja, geil. Oh Mann, das ist ja cool. Was heißt das? Was machen wir jetzt? Oh, warte, du hast... Ich will auch ein Zeugnis. Warte, müssen wir jetzt arbeiten gehen? Jungsdiplom. Nee, Flo, warte, hier. Das da ist meins. Ich bin doch nicht Flo, ich heiße Iso. Oh. Warte, was hat er gesagt? Wir sollen jetzt arbeiten gehen? Was mache ich eigentlich mit einem Schulabschluss mit einer 6,0? Wo kann ich da eigentlich so anfangen? Was denkst du? Vielleicht so Investmentbanker oder sowas? Ja, stimmt. Lass einfach in der Firma von unserem Vater anfangen, oder? So, dann müssen wir nur noch gucken, wo unser Papa bleibt. Oh, da ist er sogar schon. Hi, Papa. Hallo, meine Kinder. Wir haben unseren Schulabschluss bekommen. Guck mal. Was? Hier, 6,0 stehen wir beide. Wir haben beide die gleichen Noten einfach. Wow, 6,0. Ich bin richtig stolz auf euch. Ja, danke schön. Yeah. Das ist genauso wie meins damals. Ja, siehst du, Papa, deswegen haben wir überlegt, ob wir in deiner Firma anfangen können zu arbeiten, weil ich weiß gar nicht, wie uns mit dem Durchschnitt nimmt. Aber erstmal, was ist unser Abschlussgeschenk? Ja? Zur Belohnung leihe ich euch mein Auto. Aber ich habe das gratis reparieren lassen, also bitte seid vorsichtig. Boah, geil! Nein, danke, Papa! Fahr los, bevor es sich anders überlegt! Wow, hier ist die Rennbahn! Bleib stehen! Du musst... Nein, hier links! Hier links, da musst du durchfahren! Hier, ja, genau! Da jetzt rechts rein! Flo, was machst du denn? Warte! Ja, hier durch, genau! So, oh yeah! Guck mal, die Autorennbahn! Wie geil ist das denn bitte? Warte! Oh! Warte, ich zünd das TNT an und dann fahren wir durch, okay? Bist du bereit? Warte. Ich gebe so einen Boost. Okay, fahr, schnell! Und bam! Yeah, let's go! Oh mein Gott, du bist ins Feuer gefahren! Ich steck fest! Pass auf, das TNT! Oh nein, wir haben Papas Auto geschrottet. Denkst du, der wird sauer? Sind das die Einzelteile? Oh Gott. Alles gut, ich verbrenne die Bär. Schnell, alles vernichten, alle Beweise. Aber jetzt haben wir gar kein Auto mehr fürs Autorennen, Flo. Was machen wir denn hier? Ja, wie läuft's? Hey, Papa. Was macht die überhaupt hier? Was macht denn das ganze TNT hier? Wo ist mein Auto eigentlich? Das ist Auto, das hat... Das haben wir geparkt. Vom Walli parken lassen. Das Auto, da war auf einmal TNT und dann ist es in die Luft geflogen. Wir können da gar nichts nicht spielen. Was? Nicht. Nein. Bitte sag mir, dem Auto geht's gut. April, sie hat nur einen Spaß gemacht. Das war super toll. Ich hab das gerade erst reparieren lassen. Flo, schnell, wir hauen lieber ab und suchen uns schnell einen Job und kaufen Papa ein neues Auto von dem Geld. Ja, wir kümmern uns drum, Papa. Mein allererstes Bewerbungsgespräch. Ich habe meinen Aktenkoffer. Code 1, 2, 3, 4.
Eins, zwei, drei, vier, zack. In dem nichts drin ist, so wie in meinem Kopf. Und dann gehen wir mal los und versuchen mal hier unser Glück in der Gaming-Firma als Spieletester. Das muss doch was werden. Ich habe in meinem ganzen Leben so viel gezockt. Ich glaube, nein, wir akzeptieren keinen Check. Nein, bitte alle Millionen direkt überweisen. Ja, nee, das machen wir nicht mehr. Okay. Hä, Flo, du arbeitest hier? Iso, du bist endlich hier. Ja, ich wusste gar nicht, dass du hier arbeitest. Ich wollte mich hier bewerben. Ja, ja, willkommen hier bei der GG Gaming Firma. Kommen Sie mit. GG Gaming, alles klar. Ja gut, denn... Der Raum ist gerade unter Renovierung. Also setzen wir uns einfach hier hin. Ja, okay, dann wir können auch hier hinten hin. Das sieht aus... Ja, das scheint ein passender Ort zu sein. Ich bin der Chef. Und ich sage, wir setzen uns hier hin. Okay, ich setze mich dann auf... warte, ich... ja. Das ist sinnvoll. So. Gut, also ich möchte mich gerne bewerben bei Ihrer Firma, Sir, weil ich habe ganz viel Gaming-Erfahrung. Ich bin Top 1000 Spieler in Fortnite Europa. Ich bin Top Bad Wars Spieler und ich habe sehr viel Erfahrung auch. Aber Schwesterherz Iso, warum sollten wir genau Sie nehmen? Bruderherz, Moment mal. Bruderherz. Naja, also ich weiß nicht, was aus Sie wird, Bruder Flo. Warum nur mich? Naja, ich habe keinerlei Erfahrung. Über Zocken hinaus. Ich habe sehr viele Nächte durchgezockt und im Grunde hatte ich auch einen 6,0-Erschnitt in der Schule. Dann haben Sie dieselbe Qualifikation wie alle anderen. Okay. Was ist Ihre größte Schwäche? Meine größte Schwäche? Ich habe in der Schule weder lesen noch schreiben gelernt. Und Mathe kann ich auch nicht. Und was ist Ihre größte Stärke? Meine größte Stärke? Ich drück 95 Kilo auf der Handelbank! Ja, ist das viel oder wenig? Ich weiß es nicht. Ich meinte okay. 195 und Kilo. Und jetzt zum finalen Jungstest. Okay. Ich gehe kurz raus. Ja. Sie wissen, was zu tun. Ach so. Ich darf nicht raus? Sie müssen das hier benutzen. Ja, ja. Ich mach das kurz. Alles klar, kein Problem. Ich weiß schon, wie das funktioniert. Warte. Okay. Ah, da würde ich jetzt nicht reingehen. Das mieft ganz schön. Wir lassen lieber das Fenster und die Tür ein bisschen geöffnet. Haben Sie das groß gemacht? Okay, ich schaue da lieber mal nicht rein. Ja. Aber ich kann Ihnen schon mal so viel sagen. Sie sind mehr als qualifiziert. Sie werden offiziell zum neuen CEO. Oh ja, der CEO der Firma. Wie geil ist das denn? Dann verdiene ich hoffentlich eine Menge Kohle. Und ich gehe jetzt in Urlaub. Okay. Bis später, Flo. Wir sehen uns, wenn wir zu Hause sind. Cool, dann habe ich jetzt einen Job. Ach, ist das schön auf meiner eigenen Yacht, die ich von meinem ganzen Gaming-Geld bekommen habe. Ach, wie herrlich. Miss, ich hätte gerne noch einen Cocktail, bitte. Oh, Flo, was machst du denn hier? Oh, nach einem langen Arbeitstag, Urlaub, endlich in den Whirlpool-Urlaub. Ja, oder? Habe ich auch gedacht. Aber irgendwie hat die mir noch keinen neuen Cocktail. Ach, die macht den gerade, okay. Ah, so viel Urlaub macht echt für einen fertig. Da braucht man nochmal einen Urlaub. Da braucht man echt nochmal einen Urlaub, oder? Ah ja, alles klar, der hat mir auf jeden Fall... Oh, warte, hast du mein neues Flugzeug schon gesehen? Warte, Flugzeug? Ja, ja, ich habe zwei Flugzeuge gekauft. Da vorne, hab die extra umfärben lassen. Guck mal. Das eine ist für dich das Grüne und das Blaue ist für mich hier vorne. Wollen wir eine Runde fliegen? Oh, nicht mal ein Privatjet. Oh, ich weiß nicht. Ja, das sind halt so kleine... Die müssen auf die Yacht passen, weißt du? Ich konnte halt keine großen nehmen. Ey, wir können Fallschirmsprünge. Was hältst du denn davon? Yeah! Yeah! Lass eine Runde Fallschirm springen! Warte, folgt mir! Abheben! Und jetzt! Ganz weit über die Stadt, Flo! Bist du da? Yeah, let's go! Okay. Fallschirm? Warte, ja! Stück nach rechts! Und ich glaube, hier sieht das ganz gut aus! Bereit? Und... Huh? Jump! So? Warte, ich hab nur meinen Schulranz! Warte! Warte, mein Fallschirm! Was war's mit uns? Oh. Meine melodischen Knochen wurden gebrochen. Oh, ich glaube, das war unser Ende, Flo. Das war unser Ende. Unsere Kinder. Hätten wir mal Mädchen bekommen. Ich wollte immer Mädchen haben. Und wie soll ich jetzt mein Auto finanzieren? Sollt mir doch ein neues besorgen. Das war's dann hier mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut gerne bei Flo und bei Ryan vorbei. Lasst ein Abo und ein Like da. Bis dann. Yeah. Einen wunderschönen Tag und hasta la pasta.